Lale Andersen, ein reiner Künstlername. 1905 wird sie als Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg hier in Bremerhaven geboren. Ihr Leben in Fotoalben, Kladden und Notizbüchern dokumentiert, wie uns Archivdirektorin Julia Karleis zeigt. Das ist immer eine Mischung aus privaten, persönlichen Fotos und dann aber auch Kritiken ihrer Theateraufführungen zum Beispiel oder eben überhaupt ihrer Vorstellungen. Mit nur 17 Jahren heiratet sie zum ersten Mal den Maler Paul Ernst Wilke. Ist auch ganz lustig, hier steht ja, wie denken Sie über die Ehe, Fräulein Bunnenberg, so hieß sie damals ja noch. Und das ist quasi ja die, ja vielleicht der Heiratsantrag sozusagen, ne? Datiert ist das auf März 1922, da haben die auch geheiratet. Schnell folgen drei gemeinsame Kinder. 1929 verlässt sie allerdings Norddeutschland und ihre Familie, um sich in Berlin einer Künstlerkarriere zu widmen. Das schreibt sich hier auch in diesem Bild. Also Mami ist nach Berlin gefahren und hat die Kinder allein gelassen. Das war wohl auch tatsächlich so. Die sind ja dann zur Großmutter und zur Tante gekommen, die Tochter. Und sind dann später auch, waren sie auch mal beim Vater und dann eben auch in Kinderheimen. In Berlin singt Andersen Shanties, Folklore und macht Kabarett. Hier entsteht auch ihr Künstlername Lale Andersen. Kontakt zu den Kindern bleibt, ihre Ehe jedoch scheitert und endet 1931 mit der Scheidung. Musikalisch folgt der endgültige Durchbruch schließlich mit dem Lied Lilli Marleen. Im Zweiten Weltkrieg durch den Soldatensender Belgrad europaweit verbreitet. Die Waffen schweigen, wenn allabendlich um 22 Uhr das Lied als Schlussmelodie erklingt. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Lilli Marleen ist damals die erste LP, die im Verkauf die Millionengrenze überschreitet. Sie wird in 80 Sprachen übersetzt und eine Laterne zum Gedenken in Bremerhaven platziert. Dieses Lied hat eben auch so eine Melancholie einfach in sich und hat, so meine Meinung, einfach diese Gefühle, die die Soldaten damals eben hatten, in der Fremde, weit weg, vielleicht auch, also einfach in dem Bewusstsein, dass sie nicht wussten, kommen sie zurück, wenn ja, wann. Wer erwartet sie dort eigentlich noch, hat diese Gefühle einfach sehr gut repräsentiert. Und deswegen ist dieses Lied einfach so unglaublich bekannt geworden. Dennoch erhält Andersen 1942 ein Auftrittsverbot vom Naziregime. Kontakt zu Schweizer Juden sei der Grund. Für sie eine schwierige Zeit. Sogar einen Selbsttötungsversuch soll Andersen unternommen haben. Erst als der Verdacht ausgeräumt werden sollte, dass die Sängerin im KZ sei, erhält sie wieder eine Erlaubnis. Nur in Berücksichtigung ihrer familiären Verhältnisse und besonders im Hinblick auf ihren im Osteinsatz gewesenen Sohn genehmige ich Ihnen trotz Ihres erwiesenen unwürdigen Verhaltens als deutsche Künstlerin ab sofort wieder die künstlerische Betätigung in Varieté- oder Kabarettunternehmen privater Besitzer. Nach dem Zweiten Weltkrieg singt Andersen vermehrt Seemannslieder, schauspielert und geht erfolgreich auf Tourneen. Zum Nachlass der Künstlerin gehören tatsächlich auch dazugehörige Schmuckstücke, Accessoires und Kleider. Das ist eben auch unglaublich schwer, dieses Kleid. Ich habe es nicht gewogen, aber das sind etliche Kilo, die da an ihr dran hingen. Hier nochmal das Foto, wo man eben sieht, wie sie es getragen hat. Also es hat auch sehr gut zu ihr gepasst. Man kann sich auch vorstellen, wie groß sie war, nachdem man das Kleid gesehen hat. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Also das ist nicht normal in einem Nachlass bei uns. 1949 heiratet Lale Andersen zum zweiten Mal den Komponisten Arthur Beul, der für sie auch Lieder schreibt. Ebenso entdeckt sie ihre Liebe für Langeoog. Das war tatsächlich auch so eine Wahlheimat für sie. Ich denke auch ein Ort, wo sie auch Ruhe auch gefunden hat und wo sie auch besonders dann in den letzten Jahren eben auch sehr häufig war. Ihr eigenes Haus ist noch heute auf der Nordseeinsel zu finden. Ebenso ein Denkmal zu Ehren von Andersen. 1972 veröffentlicht sie ihre Biografie Der Himmel hat viele Farben, die hier auf der Seutendirn präsentiert wird. Die hat sie auch noch kurz vor ihrem Tod, also 2-3 Wochen vorher in Bremerhaven, auf der Seutendern vorgestellt
und ist dann aber eben verstorben. Im August 1972 erliegt Lale Andersen mit nur 67 Jahren in Wien einem Leberkrebsleiden. Ihre Urne wird auf Langeoog beigesetzt, wo bis heute ihr Grabstein steht. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Am besten direkt abonnieren.